Die nächste Anmoderation für den nächsten Vortrag führe ich mit der Kamera, denn der nächste Vortragende sitzt zu Hause im Homeoffice, wie viele andere Teilnehmer hier auch. So einen schönen Gruß also nach Hause ins Homeoffice, und zwar dieser Gruß geht an Klaus Kremers. Er ist Vorstandsmitglied bei Catena X Automotive Network und er arbeitet bei der Siemens AG als Developer für das Industry IoT. Hallo Herr Kremers, können Sie mich sehen und hören? Ich kann Sie wunderbar sehen, konnte auch schon den Vorredner lauschen und ich kann Sie auch wunderbar hören. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und im Unterschied zu uns sehen Sie auch die Sonne in Ihrem Garten gleich zu Ihrer rechten Seite. Ist die zu hell für Sie? Ich kann ja ein bisschen Sonne ausstellen. Nein, es ist alles perfekt. Alles perfekt. Lassen Sie so, wie es ist. Herr Kremers, wir lauschen Ihnen jetzt zum Vortrag und zum Thema Mobility. Bitte sehr. Ja. Genau, eine kleine Richtigstellung. Ich bin im Automotive-Bereich bei der Siemens AG und bin dort sozusagen in den Vorstand von Catena X gewählt. Und was Catena X ist und worum es geht, das möchte ich Ihnen und darf ich Ihnen heute ganz kurz näher bringen. Ja, Catena X hat erst vor knapp einem Jahr gestartet. Im Mai 2021 haben wir den Verein Catena X e.V. gegründet und etwas später ging auch das Förderprojekt mit dem Catena X Konsortium an den Start. Die erste offene und kollaborative Daten, das erste offene und kollaborative Datenökosystem in der Automobilbranche aufzusetzen. Wir haben viel über Data Spaces eben schon gehört, also im Prinzip der Data Space für die Automobilwirtschaft. Ja. Und natürlich ist da auch der Erwartungsdruck erheblich und natürlich ist da auch viel Aufmerksamkeit drauf. Wir hatten ja gerade auf der Hannover Messe ein ganz wichtiges Event, komme ich später dazu. Also mein Ziel ist einfach in einer Viertelstunde Ihnen ganz kurz Catena X näher zu bringen. Was sind unsere Ziele? Wie sind wir organisiert? Und vielleicht auch einen kleinen Ausblick, wo es hingehen kann. Und dann können wir ja vielleicht noch 2, 3 Fragen klären. Genau. Ich habe eine leichte Verzögerung in meiner Animation. Wenn Sie mir Feedback geben, dass jetzt sozusagen die Folie zu sehen ist mit den Herausforderungen, das wäre schön. Super, vielen Dank. Catena X. Wir alle wissen, dass die Lieferkette der Automobilzulieferung extrem komplex ist und das nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit Corona und nicht auch erst zuletzt seit dem schrecklichen Kriegsgebaren, sondern einfach unfassbar komplex geworden ist. Und ein großes Thema darin ist, dass die Daten eben nicht zwischen den Lieferanten so wandern können, wie sie müssen. Denn ein Lieferant heute in der automobilen Wertschöpfungskette üblicherweise kommuniziert mit seinem Kunden beziehungsweise mit dem ihm nachgelagerten Partner in der Wertschöpfungskette heute Peer-to-Peer. Und da gibt es, dann haben wir dieses schöne rote Dreieck dort, halt tatsächlich nicht die Möglichkeit, weiter die Daten auszutauschen. Und dieses Problem sorgt dann dafür, dass wenn man einen Rückruf braucht oder wenn man auch nur einen CO2-Fußabdruck ausrechnen möchte oder wenn man irgendwas mal endlos lange Telefonketten hat, wie früher, und endlos lange Kommunikationswege und vor allen Dingen ganz unterschiedliche Datenstandards. Und vor dem Hintergrund der Lieferkettengesetze, vor dem Hintergrund des Supply Chain Acts, vor dem Hintergrund all dem, was sich die EU auch vorgenommen hat, wollen wir natürlich dieses Problem lösen. Also sprich einen Datenstandard, die Möglichkeit schaffen, dass die Daten über die gesamte Lieferkette, deswegen auch Catena übrigens, im Italienischen oder im Lateinischen steht für Kette, und die Lieferkette soll eben vernetzt werden. Wie könnte man das auch lösen? Man könnte es auch lösen, indem man es einfach in eine zentralistische Plattform gibt. Also die Technologie kennen wir. Das ist bei Geopolitik und Innovation hier gemeint. Und genau das möchte Catena X eben nicht. Also die Prinzipien, die Gaia X vorgibt, sollen wirklich und werden auch wirklich angewandt. Die Daten werden so ausgetauscht, dass der Lieferant in der
Position ist, zu entscheiden, was passiert mit seinen Informationen, was passiert mit seinen Daten, welchem Anwendungszweck werden sie zugeführt und wie kann man das steuern. Und das ist das Ziel von Catena X. Und das schaffen wir halt eben nicht alleine, das schaffen wir nur zusammen. Und das schaffen wir nur dann, wenn wir auch agil arbeiten. Und Catena X ist auch im Forschungsprojekt, im Förderprojekt agil aufgestellt. Das heißt, die Nutzer der jeweiligen Lösung auf Catena X arbeiten eben auch eng zusammen mit den Ausrüstern, wie zum Beispiel auch Sensors oder auch Anbieter. Die Anbieter von Cloud-Diensten, von Plattformdiensten arbeiten eben auch zusammen mit den Betreibern, mit denen, die nachher tatsächlich die Lösung im Markt etablieren. Also wir gehen im Endstadium davon aus, dass es eben auch ein Betreiber-Ökosystem für Catena X geben wird. Da wirken wir darauf hin und Ende des Jahres werden wir sehen, dass da die ersten Player am Markt erscheinen. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel über die Wichtigkeit von Catena X. Wenn wir anschauen, dass 275.000 Entities, finde ich immer lustig, also 275.000 Lieferanten in dem automobilen Wertschöpfungskette aktiv sind. Natürlich alle mit unterschiedlichen Locations, mit ganz verschiedenen Adressen und auch dort ja nicht in sich homogen, sondern höchst heterogen. Und wir davon ausgehen, dass all diese Maschinen, wir haben eben auch die Asset Administration Shell gehört, also unterschiedliche Protokolle verwenden, bis hin zu Excel oder was weiß ich, das alte, gute alte Faxgerät. Wenn wir davon ausgehen, dass in diesen Unternehmen die Nutzer unterschiedliche Applikationen nutzen, um heute die Lösung herbeizuführen und natürlich das nicht nur im Zweifel auf die Automobilbranche beschränkt bleibt, dann haben wir einen Markt, der nicht unerheblich ist. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, nun Applikationen interoperabel zu machen. Und wenn ich jetzt auf der rechten Seite schaue, dass dort heute im Konsortium ein German Edge Cloud, wir entwickeln auch eine Open Source Applikation, Siemens hat eine Lösung, SAP hat eine Lösung, viele verschiedene Player, die den unterschiedlichen Teilnehmern in der Lieferkette ihre Lösung entweder on-premise oder auch in der Cloud bereits angeboten haben und die Kunden damit auch zufrieden sind, dann ist die Aufgabe von Catena X, diese Lösung interoperabel zu machen. Und hier am Beispiel, wenn ich den CO2-Fußabdruck eben ausrechnen möchte, dann brauche ich dafür ein gemeinsames Regelwerk. Dann brauche ich dafür eben ein Regelwerk, das über die verschiedenen Applikationsanbieter auch akzeptiert ist. Und genau dafür sorgt Catena X in seinen Standardisierungsbemühungen. Jetzt steht da das Wörtchen Marktplatz. Das mag den einen oder anderen irritieren, aber natürlich braucht es auch eine gemeinsame Entry-Fläche, einen gemeinsamen Entry-Point. Wir gehen davon aus, dass dieser Marktplatz also existieren wird. Dort kann man sich dann informieren über Catena X. Wir im Verein sorgen dort für Standardisierung und wir sorgen auch dafür, dass es eben aber nicht ein Marktplatz im Sinne mit einem hohen Login-Effekt sein wird, sondern eben ein dezentraler Marktplatz, wo dann diese Applikationen den entsprechenden Use Cases zugeführt werden können. Jetzt bin ich ja hier beim DKE Innovation Campus und wir sprechen Deutsch. Unser Ziel muss es natürlich sein, zu internationalisieren und das ist immer leicht gesagt, aber wirklich eine große Herausforderung. Wir haben aber bereits heute außerhalb des Konsortiums in unserem Verein das 100. Mitglied gewonnen und bei unserem Mitgliedsunternehmen sind eben auch internationale Player, wie die Firma Stellantis, wie die Firma Ford bereits Mitglieder. Und der ganze Verein ist eben sehr stark wachsend. Also wie gesagt, 104 Mitglieder. Vor einem Jahr sind wir gestartet mit 11 Gründungsmitgliedern. Darunter natürlich die drei großen deutschen Automobilisten, BMW, Volkswagen und Mercedes, aber eben auch Siemens, SAP, T-Systems, BASF. Ich brauche die Namen und Logos nicht vorlesen, aber ich sage mal, Deutschland ist wunderbar vertreten. Unser Ziel ist es eben zu internationalisieren und hier nicht eine deutsche Organisation voranzubringen, noch nicht mal eine europäische, wenn auch mit europäischen Werten, aber eben ein internationales
Datenökosystem möglich zu machen. Ganz wichtige Botschaft. Da nutzen wir natürlich auch die Hub-Strukturen von Gaia-X und bestehende Verbandsstrukturen nutzen wir natürlich und arbeiten auch sehr eng zusammen. Wir haben jüngst mit der IDTA ein MOU geschlossen und auch mit der Industrial Data Space Organization als Referenzarchitektur für Catena X. Ich will heute aber nicht so intensiv über Technologie sprechen. Ich denke, da haben Sie schon einiges auch gehört. Wie funktioniert jetzt Gaia X mit Industrial Data Space und was macht das Fraunhofer und alles, was dazugehört? Natürlich wird Catena X Technologie liefern und da sind wir auch sehr weit. Ende des Jahres wird es die erste Release geben und da werden wir auch erste Kunden haben. Aber was ist das größte Problem, was wir haben? Das ist eben das, was auf der Folie hier steht. Das Must-Win-Battle für Catena X ist der Mittelstand. Ich mache mal kurz meine Tür zu. Sonst hören Sie hier die wunderschönen Vogelstimmen aus Berlin. Also das Must-Win-Battle ist es natürlich, den Mittelstand in Deutschland und global eben abzuholen. Wenn wir das anschauen, wenn ich auf den Siemens gucke, natürlich haben wir viele Experten oder wenn ich auch auf die großen Automobilisten kenne, es gibt natürlich Digital Natives, ganze Abteilungen, die sich mit beschäftigen. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sieht das eben ganz anders aus. Da macht es dann teilweise eben der Chef persönlich oder es gibt vielleicht einen, der das aber auch sozusagen nebenbei mitmacht. Bei dem Thema Applikationen, natürlich, wir möchten alles haben, wir möchten alles ausprobieren, wir möchten alles, dass alles sozusagen mit unserem IT-System funktioniert, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, besser mal etwas weniger, denn Zeit ist Geld und die Kollegen müssen auch verstehen, was sie dort bedienen. Wie sieht es beim Onboarding aus? Ein Großkonzern macht es am liebsten selber, hat seine IT-Abteilung dafür, hat die entsprechenden Strukturen, ein mittelständisches Unternehmen, fragt sich, was muss er eigentlich tun? Und natürlich auch das Thema Betrieb. Großkonzerne machen es am liebsten selber. Kleine und mittelständische Unternehmen haben ihren IT-Provider um die Ecke und werden sich im Zweifel der lokalen Infrastruktur bedienen. Und um dieses Problem jetzt zu lösen und den Großteil der Lieferkette abzuholen, brauchen wir vernünftige Zertifizierung, brauchen wir Datenqualität, müssen wir sicherstellen, dass die Lieferanten nachher auch sicher sein können, dass mit ihren Daten kein Schindluder getrieben wird. Und müssen wir sicherstellen, dass hier entsprechende Modelle existieren, um die Mittelständler auch zu incentivieren, mitzumachen. Was heißt es jetzt, offen und kollaborativ zu sein? Das finde ich immer ganz spannend eigentlich. Also ich habe es ja schon erwähnt, Catena X wird basierend auf Open Source, mit der Eclipse Foundation haben wir da auch einen guten Anhang in der Hand. Ich habe es erwähnt, der Betrieb von Catena dezentral sein, eben ein Provider, der womöglich noch sozusagen nicht in Europa sitzt, sondern soll ein dezentrales System sein. Wir arbeiten sehr viel mit Standardisierung. Der Verein Catena X wird also die Standardisierung auch aufbauen und auch zertifizieren. Wir haben ein neutrales Governance-Modell und schauen, wie wir das auch international umsetzen können. Und am Ende natürlich auch mit dem Kit, also Eis zu bauen, sodass auch kleinere Ausrüsterunternehmen, Startups eben genauso Applikationen entwickeln können, wie auch große Firmen wie Siemens. Und auf der anderen Seite brauchen wir alle Player, die eben wichtig sind. Das fängt jetzt nicht irgendwo bei einem BMW an und hört bei einem Siemens auf, sondern das beinhaltet genauso alle Forschungsunternehmen, auch Verbände. Der größte Recyclingpartner für Autos in Deutschland, LRP aus Leipzig, ist mit an Bord. 40.000 Fahrzeuge werden da verschrottet. Und wenn LRP am Ende weiß, welches Material in diesen Autos verbaut ist, dann kann es halt einen viel höheren Wert für die Autos generieren, die dort auf dem Hof stehen, als wenn sie einfach nur, sag ich mal, nach Tonnen bezahlt werden und dort keinerlei digitale Infrastruktur vorhanden ist.
Genauso braucht man natürlich auch die IT-Unternehmen. Aber man muss natürlich schauen, dass zunächst mal die Nutzer von Catena X überzeugt werden müssen, die Anwender in dem Mittelstandsbereich, aber auch in den Großkonzernen, die jetzt sozusagen erstmal mit Catena X in Berührung kommen müssen, die lernen müssen, dass es ihnen etwas nutzt. Die also müssen ein Nutzenargument schaffen, ein klares Nutzenargument anhand der Anwendungsfälle, die wir haben, und dann eben geschlossen auf den Mittelstand zugehen. Und da haben wir den auch, Gott sei Dank, die tolle Unterstützung von den Bundesministerien und auch von vielen Verbänden, um hier den Mittelstand vernünftig mitzunehmen. Ja, kommen wir zum Ende meines kleinen Vortrages. Ich habe leider vorher nicht auf die Uhr geschaut. Ich hoffe, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben. Catena X baut tatsächlich die Community eine Umsetzungsorganisation. Wir arbeiten an einem radikalen Wechsel in der Industrie. Wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette mitnehmen. Das ist unser Ziel und Aufgabe und dafür bekommen wir auch die Fördermittel. Wir gehen auf ein Multi-Vendor-Ökosystem, also viele Anbieter, nicht zentralistisch organisiert, kein Login-Effekt, sondern ein Multi-Vendor-System. Wir arbeiten mit Standards, aber wir versuchen nicht alle Standards zu nehmen, sondern wir entscheiden über Standards. Und natürlich die Konzepte von Gaia X über Datensouveränität bilden für uns die Grundlage. Und ganz wichtig haben wir dafür entschieden, dass wir sagen, wir sind das Fitnessprogramm für die globale Automobilindustrie. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Eindrücke geben. Wenn Sie mir in der Regie sagen, ich habe noch 5 Minuten, kann ich auch noch mehr über die Beispiele und konkreten Anwendungsfälle sprechen. Aber das muss ich erstmal von mir. Herr Kremers, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir diese 5 Minuten eigentlich nicht haben. Na, super. Aber es gibt eine Frage schon direkt und deshalb möchte ich direkt in die Fragen eintauchen. Es ist eine sportliche Frage. Ich hoffe, Sie können die beantworten. Bieten Sie, also Catena X, bieten Sie Ihre Lösungen auch den Racing- und Motorsportteams, Motocross-Rennen, Rallye-Meisterschaften oder Endurance-Rennen an? Dankeschön, steht hier. Danke für die Frage, das ist ja wirklich eine sportliche Frage. Wir arbeiten tatsächlich in der Produktion der Fahrzeuge, also im Prinzip über die Lieferkette. Und natürlich überall da, wo Hightech zum Einsatz kommt, ist Catena nicht weit. Aber die Umsetzung betrifft wirklich den breiten Markt und die verzahnte Lieferkette. Und da, wo individuelle Fahrzeuge gefertigt werden, wo es sehr spezifisch wird, wirken sicherlich auch noch andere Kräfte. Aber vielleicht ein spannendes Thema, auch das Thema additive Fertigung, modulare Produktion, Manufacturing as a Service, sind bereits in Catena mitgedacht und sind anwendungsvolle Fälle von Catena X. Genauso wie die Berechnung des CO2-Fußabdrucks, wie die Ermöglichung von Kreislaufwirtschaft und auch ganz simpel die Nachverfolgbarkeit aller Teile im Fahrzeug verbaut sind. Zum CO2-Fußabdruck gibt es noch eine weitere Frage. Sie haben sie vorhin gesagt, es braucht dafür ein Regelwerk, damit man dann auf einen Knopf drücken kann und dann kommt der konkrete CO2-Fußabdruck heraus für eine Produktionskette, für eine Lieferkette. Wie weit sind Sie mit diesem Regelwerk? Wie weit sind Sie von diesem Ziel entfernt? Wir sind nicht zu weit entfernt. Wir sind da auch eng zusammen mit dem WBCSD. Wir haben ein erstes in einem Arbeitskreis gegründet in dem Verein, die sich bereits mit dem Regelwerk auseinandersetzen. Und dieses White Paper ist momentan im Verein in Bearbeitung. Also wir sind nicht weit entfernt. Wir arbeiten ja auch bereits mit Anbietern für Applikationen zusammen. Also wir sind dort relativ weit fortgeschritten. Noch keine produktive Applikation, aber wir haben einen guten Stand. Und es gibt noch eine Frage hier aus der Runde. Und zwar vom DKE-Vorsitzenden Herrn Bent. Ja, Herr Kremers, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ja, meine Frage geht so ein ganz klein bisschen in die Richtung vielleicht der ersten Frage. Sie haben jetzt hauptsächlich über das Thema der Wertschöpfungskette gesprochen, der Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Das ist sicherlich auch der Kern von Catena X, habe ich es auch immer verstanden. Aber es wäre natürlich auch durchaus naheliegend, im Sinne der Sektorenkopplung darüber nachzudenken, ob man nicht auch Mobilitätsinformationen
mit in den Fokus nehmen könnte, zum Beispiel Mobilitätsinfrastruktur, also die digitale Ampel. Warum sollte die mit einem anderen Datenmodell beschrieben sein als die Teile im Auto oder andere Mobilitätsinformationen? Zumindest hatte ich bisher die Info, dass sich Catena X zumindest damit mit dem Gedanken trägt. Können Sie dazu etwas sagen? Also mit Gedanken tragen, mit vielen Gedanken tragen wir uns, das ist richtig. Es gibt natürlich die entsprechenden Gremien, auch die Mobilitätslösung selber anzugehen. Wir sind ja sowieso eng vernetzt, auch über das BMWK und über andere Gremien. Also insofern der Austausch und die Gedanken sind natürlich da. Auf der anderen Seite auch, wir sind eine Umsatzorganisation. Catena X hat die Fördermittel dafür bekommen, um erstmal das eine Thema zu lösen. Und wenn wir dort einen Schritt weiter sind, das Förderprojekt läuft ja noch 2 Jahre, oder wenn wir jetzt auch auf dem Weg dahin feststellen, es gibt einen Öffnungswinkel, dass man auch sich noch breiter öffnet, dann werden wir das tun, ganz sicher. Aber erstmal geht es darum, diese Herausforderung, die wir jetzt haben, zu lösen. Und darum kümmern wir uns. Okay. Also ich sage nicht nein, ich sage aber auch, wir müssen uns erstmal fokussieren. Herr Kremers, dann vielen Dank für Ihren Vortrag, für die Beantwortung der Fragen und wir drücken Ihnen die Daumen für die weitere Fokussierung, vor allem auf die nächsten 2 Jahre. Schönen Gruß nach Berlin. Dankeschön.